Moon und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Team Fight Tactics. So Leute, heute probieren wir mal was aus. Wir machen mal so einen kleinen Strategy Guide. Und zwar haben wir heute vor, die Hyper Roll Strategie zu nutzen. Hyper Roll Strategie heißt, sehr oft rollen, alles was ein Gold kostet, kaufen und angeblich soll man dadurch verdammt schnell die Low-Level, sprich Warwick, Vayne, Fiora etc. pp. Auf Stufe 3 bekommen und damit das Spiel gewinnen. Das ist der Plan, Hyper-Roll-Strategie auszuprobieren. Ich blende euch mal ganz kurz eine Grafik ein. Da seht ihr, mit welcher Wahrscheinlichkeit ihr was für Units bekommt. So, da könnt ihr sehen, beispielsweise auf Level 2 hat man 100%ig Tier 1 Units. Auf Level 3 65% und so weiter und so fort. Umso höher ihr im Level steigt, desto höherwertige Units bekommt ihr. Sprich, wir versuchen, wir leveln überhaupt nicht hoch. Wir leveln nicht hoch. Nicht einmal leveln wir hoch. Wir ballern die ganze Zeit nur Level 1er durch, kaufen alle Level 1er, die es gibt. Rerollen, kaufen Level 1er, rerollen, kaufen Level 1er. Das ist die Strategie. Wir schauen, ob sie was bringt. So, Freunde, wir sind in-game. Ich hatte eine kleine Disconnect. Manchmal habe ich das Problem derzeit, dass die Verbindung abreißt. Deswegen habe ich leider nicht picken können. Egal, wir haben Shannon bekommen. Weiter geht's. Ich habe jetzt zweimal Nid gekauft, weil Nid doppelt da war. Bei dem Hyperrolling geht es auch darauf, natürlich Units hochzuballern. Also wenn ihr schon zwei Nids habt, macht es keinen Sinn, andere Units zu kaufen, wenn ihr schon zwei von der habt. Deswegen immer die kaufen, die ihr schneller oder am schnellsten leveln könnt. Und natürlich auch die, falls die Möglichkeit besteht, wo eine Synergie hergestellt werden kann. So, beispielsweise haben wir jetzt Shen. Wir haben Noble. Dann nehmen wir, Noble haben wir nicht. Wir haben Ninja, Klingenmeister, so. Wir haben drei Noble Units. Nehmen wir drei Noble Units mit. So, der kriegt Frozen Heart. Nehmen wir zwei Nits mit. So. Nice, hör mal, die Items, die sind verdammt nice, dass wir die so schnell bekommen. Das hatte ich gestern auch im Stream, dass ich einfach mega viele Items bekommen habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gebufft wurde, der Item Payout. So, was haben wir hier? Vayne, Graves, Kassa, Morde. Wir kaufen natürlich alle Level 1er wieder. Und gehen in die nächste Runde. Jetzt sind wir noch Level 3 sind wir jetzt, ne? Level 3, weil wir 3 Units auswählen können. In der nächsten Runde sind wir schon 4, meine ich. Ne, warte mal, wir kriegen immer 2 Erfahrungspunkte, richtig? Wir kriegen immer 2, super. So, jetzt haben wir schon die erste Fighting Round. Die können wir ruhig verlieren, das ist kein Problem. Umso häufiger wir verlieren, desto besser ist es eigentlich, weil der Niederlagenbonus oder die Niederlagensträhne, die stackt sich schneller als die Winstreak. Aber aufgrund des Frozen Hearts und jetzt noch die Ult, ja, okay. Das sollten wir eigentlich gewinnen. Nicht so beabsichtigt, aber werden wir wahrscheinlich machen. Ja, werden wir gewinnen. Das war jetzt nicht der Plan. Weil eine Losing Streak ist auch einfacher aufrechtzuerhalten als eine Winning Streak. Aber egal, was soll's. So, was haben wir jetzt? Was können wir bauen? Wir haben jetzt hier Poppy, Warwick, K6. K haben wir überhaupt nicht. Warwick haben wir auch nicht. Wir kaufen jetzt trotzdem. Eins, zwei, drei und rerollen. Und kaufen ein Kassadin. Zwei davon. Und den haben wir alle einen, okay? Aber wir hätten auch Garen gehen können. Das ist ja nicht schlimm. Ich glaube, dieses Frozen Heart heißt es doch, oder? Das ist Frozen Mallet.
Gefrorenes Herz, da Frozen Heart. Ist verdammt sick gerade im Early Game. So, haben wir jetzt schon eine Siegesträhne? Nein, haben wir nicht. Da weiß ich nicht genau, wann wir die Siegesträhne haben. Oder haben wir die jetzt danach, weil wir zweimal gewonnen haben? Ab zweimal kann man von der Strähne sprechen eigentlich. Ja. So, Casa Vane. Direkt beide Level 2er. Wir haben direkt zwei Level 2er Units, die wir hier einsetzen können. Und das jetzt schon. Wir haben jetzt schon zwei Level 2er Units. Würde es ein bisschen besser laufen, hätten wir schon eine dritte Level 2er Unit. So, wir rerollen wieder. Kaufen Tristana. Doppelt. Graves haben wir gerade abgegeben, deswegen brauchen wir ihn nicht. So, die haben wir zweimal. Die haben wir zweimal. Okay. Dann gehen wir in die nächste Runde. Haben noch keinen richtigen Buff. Nur natürlich Shen, der das Attack Speed richtig krass slowt. Und Shens Ulti, Leute, ich kann euch nur ins Herz legen. Shen plus Lulu. Ist einfach sick. Ihr seht hier auf Level 1, was Shen aushält mit dem Item. Ich habe 2,5 Gegner kaputt gemacht. Mit einer Unit, die von mir, von mir gestorben ist. Deswegen gönnt euch Shen. So, jetzt kriegen wir wieder ein bisschen was. Der hat auch noch seine ganzen Items. So, was haben wir jetzt? Den kaufen wir. Wir gehen jetzt auf Shen oder Gold. Auf Morgana würde ich eher sagen, wegen der Träne. Okay. Okay. Ich würde jetzt eigentlich auf eine blaue Unit wollte ich gehen, wegen dem Gold. Wenn der jetzt den blauen nimmt, nehmen wir Shen. Okay, dann nehmen wir Shen. Shen ist ein Level 1er. Da haben wir schon zwei davon. Ha. Hat er extra gewartet. Dann nehmen wir Elise. Elise können wir verkaufen. So, jetzt haben wir beispielsweise K auf Level 2. Tristana auf Level 2. So. Rerollen. Kaufen Tristana. Rerollen. Kaufen Fiora. Und K. So. Jetzt haben wir Level 2. Level 2, Level 2, Level 1. So, die fokussen den alle. Sehr gut. Ich glaube, die Runde verliere ich. Krass, diese Runde verliere ich auch nicht. Ihr seht, gerade als, ja, ich würde es nicht sagen, als Beginner hast du das vielleicht noch nicht so drauf, die Synergie herzustellen, beziehungsweise zu sehen, was gut spielbar ist. Aber ihr seht, dass es funktioniert. Bis jetzt funktioniert super. So, da haben wir einen Kassadin. Dann haben wir auf Level 2 einen Warwick, haben wir vorhin abgegeben. Eine Fiora, eine Poppy. Poppy ist Ritter und Yordle. Was würde Sinn machen? Was würde Sinn machen zu kaufen? Sinn machen zu kaufen würde in dem Fall ein Kassadin. So, Fiora ist doppelt da. Darius Warwick. Kha'Zix. So, wir chillen jetzt eine Runde, damit wir ein bisschen mehr Gold haben. Und wir haben immer noch eine Siegesträhne. Und wenn es weiter so gut läuft, bauen wir die auch aus. Was mit K? 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 Hallo, K? Chillst du die ganze Zeit? Okay. Würde K früher reingehen, hätten wir vielleicht noch gewonnen. Aber K dachte sich so, ja. K dachte sich so, komm, ich lass einfach mal, ich chill mal eine Runde. Chill mal einen Kaffee in deine Ecke. So, jetzt verkaufen wir. Garen. Holen uns noch ein K. Verkaufen Fiora. Holen uns noch ein Kassa. Holen uns eine Vayne. Und gucken, dass wir Vayne. Ja, ein bisschen anderes Tempo geben. Weil wir müssen die Runde hier jetzt gewinnen, um Items zu bekommen. Sprich, alle kriegen 10% Angriffstempo, alle sind nah beieinander jetzt, um gegen die zu kämpfen. Na, außer
außer Kha'Zix. Die verlieren Angriffstempo, wir kriegen Angriffstempo. Sollten wir eigentlich schaffen, oder? Ja, wenn die den jetzt alle zusammen fokussen, sollten wir es schaffen. Ja, ja. Schaffen wir. Schaffen wir. So, sehr gut. Kettenweste und übergroßer Stab. Ich habe die Item-Kombination leider nicht im Kopf, Leute. Müsste ich gucken. Das weiß ich jetzt gar nicht aus dem FF, was das gibt. So, wir rerollen jetzt gleich und kaufen. Und zwar könnten wir einen Kassa und eine Nidalee vertragen. Oh, sieht das schön aus. Oh, sieht das schön aus, Leute. Passt auf. Wir verkaufen Nid. Kaufen K. Wir haben K Level 2, K Level 2 und wir stehen eine Unit vor K Level 3. Und wir haben Shen. Da ist Nid. Shen war Level 2, den wollte ich gar nicht. So, wir haben Vayne. Wir verkaufen Tristana und rerollen. Mordekaiser Graves interessiert uns jetzt gerade in der Kombo nicht. Kassadin interessiert uns. So, wir rerollen. Kha'Zix. Kha'Zix Level 3, Leute. Kha'Zix Level 3 ist am Start. So. Wir haben jetzt bei Phase 3, Kampf 1, wie ihr oben seht, 3er Kha'Zix, der leider eine Sekunde zu spät gekauft wurde. Deswegen verlieren wir die Runde hier. Aber ist nicht besonders schlimm. Wir haben 2 Kassas. Beide Level 2. K Level 3 jetzt gleich. So, ich schau mal ganz kurz nach, was für ein Item das macht. Tut mir leid, dass ich das nicht vorbereitet hatte. Das habe ich eigentlich auch immer offen. So, Item Sheet. Item Sheet. Das macht dieses 200er Schild Ding. Das Unit 200er Schild bekommen, okay. Macht ja eigentlich nur auf ihm Sinn. Hallo, ich würde dich gern zurückziehen. Dann nicht. Nur nahegelegene Units nämlich. Das heißt nur er. Das war ein dummer Move eigentlich, aber die fokussen den sowieso. So, wir kaufen Nid, wir kaufen Graves, wir kaufen Graves. Nid, Vayne, Morde. So, Shen mit seiner Ult hat viel ausgehalten, aber na doch, wir gewinnen die Runde. Sieht sehr gut aus für uns. Sieht sehr, sehr gut aus für uns. Hatte Shen jetzt gerade Thornmail? Habe ich das richtig gesehen? Das kann doch nicht sein, dass es Thornmail hatte. Oder hatte die Unit von dem nicht? Okay. So, Vayne Level 2. 2 Vaynes. Haben wir gestern im Stream drüber gequatscht. Soll auch verdammt sick sein. So, Darius wird gekauft. Darius, Vayne. Nidalee können wir wieder verkaufen, weil da sehen wir keinen Sinn. Genauso wie in Morde. Wir rerollen. Wir können eigentlich, obwohl es nicht zur Taktik gehört, den Shen auf Level 2 bringen. Ist zwar eine Level 2er Unit. Eigentlich fokussierst du aber nur die Level 1er. Obwohl Shen verdammt sick ist. Deswegen würde ich sagen, den kann man eigentlich kurz noch mitziehen auf Level 2. Weil er macht seine Ulti eine Sekunde mehr. Wir haben eine Sekunde mehr, wo die Gegner uns keinen Schaden geben können. Was haben wir hier? Wir haben Shen, wir haben Trist, wir haben Darius. Wir haben Vayne, 2 Level 2er Vaynes. Und wie ihr seht, wir haben ein Level 3er K, wir haben gleich einen Level 3er Vayne. Wir haben Level 2er Graves, wir haben 2 Level 2er Kassas. So. Und jetzt gehen wir auf Gold oder auf Shen? Auf Shen würde ich nicht so gerne eigentlich gehen. Ich würde eher hier auf Cho gehen, wegen der Träne. Und Cho verkaufen für Gold. Und dann weiter gucken, dass wir rerollen und Units bauen. Okay, der hat Shen genommen. Leona. So, der wird Cho nehmen. Okay, doch nicht. Dann nehmen wir Cho. Die Möglichkeit, die wir jetzt haben, ist, entweder wir behalten Cho,
für den leeren Kreatur-Buff, weil wir haben Kassa Level 2 und K Level 3. Ich persönlich sag, wir rerollen erstmal, schauen, was uns... Jetzt verkaufen wir ihn wegen Trist. Geben den auf K, damit er schneller ultet. Vayne. So, Vayne gleich Level 3. Ups. Warwick, Ashe interessiert uns alles nicht. Warwick interessiert uns nicht. Graves, Kha'Zix interessiert uns. Haben wir schon Level 3. Interessiert uns nicht, sorry. Poppy, Graves. Graves. Könnte uns Graves in Zukunft interessieren? Vielleicht wegen dem Bonus, ne? Wegen dem Revolverhelden-Bonus. Okay, der hat auch einen Level 3er. Der hat auch einen Shen. Level 2er sogar. Und da sieht man, was Shen ausrichten kann. Haben wir jetzt verloren, die Runde? Ist nicht weiter schlimm. So, wir schauen mal. Also, Darius, Fiora. Nichts, was uns interessiert. Morde, Tristana. So, zwei Level 2er Tristanas. Vayne Level 3. Freunde, Vayne Level 3, K Level 3. Zwei Level 2er Trist. Machen wir so. Machen wir so, Revolverhelden. So, den Shen hätte ich persönlich, weil ich ihn persönlich sehr mag, obwohl es eigentlich gegen die Taktik ist, gerne auf Level 2. Shen ist einfach eine kranke Unit. Der hält verdammt viel aus, außer wenn er, ja, Level 1 ist. Oh, Brand. Brand ist so sick, ne? Brand ist einfach so sick, ne? Aber ihr seht, was hier gerade passiert. Ihr seht, trotz Level 1er Shen, der einzige ist, der tanky ist, mal eben rasiert. Obwohl sie Brand hatten. Und ihr wisst, wie krank Brand ist. So, verdammt. Graves gerade zu spät gesehen, so. Tristana kaufen. Graves. Graves Level 2 ist am Start. Zwei Level 2er Graves, Leute. Level 3er Vayne. Level 3 Kha'Zix. Fast auch Level... Ne, Level 2 bräuchten wir hier noch. Rerollen. Darius Nid. Rerollen. Trist Kassa. Kassa auch gleich Level 3. Ihr seht, Hyper Rolling. Warum heißt es so? Weil wir die ganze Zeit nichts anderes machen, als Level 1er Units zu horten, zu kaufen, was geht oder was Sinn macht und ja, zu rollen. So, ein Item, was jetzt nicht so viel Sinn macht, obwohl die Träne macht, das zu Gegner verstummen lassen, das macht keinen Sinn. Wenn ihr jetzt Ahnung von Items habt, wenn ihr jetzt mit dieser Strategie richtige Ahnung von Items habt, die ich selber noch nicht habe, Tristana Level? Level 3? Oh, Hyper Rolling funktioniert. 3. So. Wir brauchen noch zwei Kassas, ein Zed und drei Graves. Zed sag ich schon. Shen, natürlich. Boah, ich würde das gerne auf Shen geben, weil der muss ein bisschen was aushalten können, aber... Mal kurz auf mein Handy schauen. Tut mir leid. Nur mal wieder diese ganze Werbeeinblendung, ne? Diese On-Screen-Notifications. Kennt ihr ja. So, guckt euch das an. Guckt euch das an. Nur mit Level 1er Units. Ich habe nichts anderes außer Level 1er Units. Nichts anderes. Nur die. Verdammt viele davon. Probiert die Taktik selber aus. Schreibt bitte in die Kommentare, was ihr von der Taktik haltet. Und welchen Platz ihr belegt habt mit der Taktik. Haltet euch dran. Ich könnte Shen sogar verkaufen. Jeder Shen gibt mir mal 2 Gold. Könnte gucken, dass ich noch mehr kaufe. Aber, wie gesagt, Shen Level 3. Da bin ich so ein bisschen, da spiele ich so ein bisschen gegen die Taktik. Warwick Nidalee, okay, macht alles keinen Sinn. So, ich gebe dem Shen jetzt aufgrund der Thematik, dass er ein bisschen was durch aushalten muss. Einfach den Negatron-Mantel, weil ich kein anderes Item mehr habe. Und will mal schauen. Wie gesagt, itemtechnisch bin ich nicht der Beste, aber ich denke, das wird was. Ist doch schön, guck mal. Wir hatten ein schönes Team, was Damage macht mit Magie. War doch eine sehr gute Entscheidung von mir.
Oder Golem, ne? Wie ich den Golem einfach liebe. Ich glaube, diese Runde könnte ich sogar verlieren. Leute, sag mir nicht, ich gewinne das auch. Wenn ich das gewinne, ja. Hyper Rolling ist das Meta? Ist Hyper Rolling Meta? Kann sein. Übernimmt Hyper Rolling bald? Wenn es jeder macht, ist scheiße. Wenn es jeder macht, funktioniert Hyper Rolling nicht mehr. Hyper Rolling funktioniert dann, wenn es keiner macht, außer dir. Und jetzt bekommen wir Scheiß-Units, weil wir zu hoch sind. Wir sind zu hoch im Level. Wir kriegen jetzt keine Level 1er Units mehr. Wir kriegen kein Kassa mehr. Wir kriegen kein Graves mehr. Wir kriegen jetzt nur noch Level 2 und 3er Units. Weil wir mittlerweile Level 5 haben, wenn ich das richtig sehe. 5. Und bei Level 5 sage ich euch die Statistiken. Level 5, 37% Tier 1, 35% Tier 2, 25% Tier 3. Ihr merkt, es funktioniert nicht mehr, wie am Anfang. Deswegen, wenn ihr richtig Glück habt, habt ihr zu dem Zeitpunkt jetzt schon mindestens 4 Units auf Level 3. Ich habe ein bisschen Pech mit Kassa. Der hätte auch Level 3 sein können. Boah, schöner Stun. Sehr schöner Stun. Komm, einen Kassa brauche ich noch. Okay, auf was gehen wir? Auf Gold. Hauptsache, der hat Rageblade. Der hat einen Rageblade dabei. Seht ihr? Der wird als erstes gepickt. Ist ja logisch. Das ist ja logisch. LOL. Der hat recht. Guckt euch Mord an. Das Item. Hat der jetzt erst gecheckt, der Typ. So, Vlad. Ist ja gar nicht. Doch, ist Vlad, ne? Swain oder Vladimir gibt's ja auch. Habe ich gar nicht mehr gesehen. Schon lange nicht mehr gesehen, den Vlad. Oh! 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 Guck mal, wer da ist, Leute. Eigentlich geht ihr mal auf Items. In jeder normalen Runde geht man auf Items. Man geht nicht auf Kassadin. Im vorletzten. Obwohl nicht vorletzten. Aber. Ich würde sagen, hat sich gelohnt. So, Level 3 Kassa. Der kommt rein. Für Graves. So, Graves, zweimal Level 2. Wir rerollen und haben Glück. Wir rerollen und haben Glück, Leute. Wir haben gleich 5 Level 3er Units. Gar nicht am Stream. Nehme für YouTube gerade auf. Die Folge kommt Sonntag. So. Leute, Hyper Rolling GG. Was sagt ihr? Was denkt ihr? Was denkt ihr? Schreibt mir jetzt in die Kommentare, was ihr denkt, wie weit ich mit dieser Strategie in dieser Runde komme. Alles gut. Was denkt ihr, wie weit komme ich? Das Bittere ist jetzt, wir sind Level 6. Wir sind Level 6. Und Level 6 ist scheiße. 24,5% Tier 1, 35% Tier 2, 30% Tier 3, 10% Tier 4, 0,5% Tier 5. Das heißt 24,5% auf einen Graves, beziehungsweise auf einen Level 1er Unit und dann muss es Graves sein. Wenn wir den Graves haben, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. So, mal gucken, was hier passiert. So, was passiert hier? Die Ulti von Shen. Deswegen, ich bin der Meinung, in dieser Combo Shen ist super geil. In dieser Combo den Shen zu integrieren, ist super geil. Ihr seht's. Wir schneiden wie durch Butter. Wie durch Butter. Shen Level 3 lohnt sich nicht. Wird zu viel kosten. Wow. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Jetzt habe ich nicht hingesehen. Aber. Ich hab nicht gesehen. Okay, der hat auch Level 3er Units. Der hat auch Level 3er Units. Dadurch verlieren wir jetzt. Warte mal, ich bin noch rot, ne? 0,5% ist die Wahrscheinlichkeit. LOL, ich dachte, wir verlieren, weil ich dachte, ich bin blau. 0,5% ich bekomme. So, ich bräuchte aber, wie ihr wisst. Sag mal, rerolling. Ein Graves. What's happening here? So, Kettenweste, Riesenschwert. Kettenweste, Angriffstempo verlieren. Gegner zu entwaffnen. Dann haben wir alles auf. Mana, Angriff verheilen. Fähigkeit. Ist natürlich schön, dass in der Aufnahme das passiert. 50% des Manas gewährt. Nach Fähigkeitsaktivierung, ja, müssen wir auf den geben, oder? Nee, weißt du was? Auf wen? Und den lassen wir auch nochmal slowen. So, da ist er, Leute. Da ist er. Level 3 Graves ist da.
Wir sind durch. Hat alles funktioniert. Wir haben 5 Level 3er Units. Eine Level 2er Unit. Mit Rerolling Strategie. Und wir haben, glaube ich, 2-mal verloren insgesamt. Und zerfetzen derzeit die Gegner. Also wie gesagt, probiert's aus. Gebt den Daumen gerne ein Like, einen Daumen nach oben. Habe ich gesagt, gebt den Daumen einen Daumen nach oben? Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Weil diese Strategie ist... Ich bin jetzt schon unter den Top 4. Mit dieser Strategie. So, wir machen aber weiter mit der Strategie. Wir hören noch nicht auf. Wir hören nicht auf. Wie viele Shens einfach drin sind, ne? Wie viele Shens einfach noch drin sind. So. Ich glaube, am Ende jetzt hätte es sich mehr gelohnt, Shen auf Level 3 zu bringen. Da bin ich selber noch ein bisschen am Tüfteln. Mit dieser Strategie. Aber es funktioniert ja, wie ihr seht. Oh, Shen, Baby. Wir brauchen dich. Nice. Ah, dass die Shen rausgenommen haben, ist natürlich gut. Ich denke, das werde ich verlieren. Dass der Shen rausgenommen hat, war sehr gut von ihm. Das war sehr, sehr gut von ihm. Das war der erste Spieler. Also Nummer 1 derzeit. Super gut gemacht von ihm, muss man sagen. Ja. Yasuo. Ich habe gestern im Stream Yasuo gezockt. Und Yasuo ist wow. Wir haben aber keinen Platz für Yasuo, deswegen wird er verkauft. Aber ansonsten wäre Yasuo heftiger Typ einfach, ja. Heftiger Typ. Wir haben auch nichts. Ich hätte auf Cho gehen können, aber wir haben nicht den Platz für Cho. Sprich, wir gehen auf Item. So, Blutdürster. Nidalee. Das macht, glaube ich, jetzt keinen Sinn mehr, weil wir einfach keinen reinstellen können. An dem Punkt war ich noch nie. Deswegen werden wir da mal in Zukunft schauen, was man da so macht. Jetzt mit der Strategie. Aber ihr kommt auf jeden Fall mit dieser Strategie zumindest unter die Top 3. Klar, Ziel ist immer zu gewinnen. Aber ihr kommt mit der Rerolling-Strategie verdammt weit. Das ist safe. Das ist safe. Wenn der Gegner ein bisschen mehr Item-Luck habt, mehr Unit-Luck, dann ist das halt so. Dann verliert man auch mal. Aber ihr kommt verdammt weit mit dieser Taktik. Verliere ich diese Runde? Wow. Hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Okay. Dann müssen wir jetzt ein bisschen die Aufstellung ändern. So, dann ändern wir die Aufstellung. Und zwar, wie stehen die? Der steht komplett hinten Frontline-mäßig. Der steht dort. Der hat die Line. Also die gehen komplett auf alle. Und die... Seine stärkste Unit ist natürlich hinten. Seine stärksten Units sind links. Beides Assassins, Assassin, Assassin. So, stellen wir so auf. Dass Kassa und Shen gefokust wird, wenn die nach vorne laufen. So, Graves von hinten schön ballern kann, weil er mehr Schaden macht. So, wir sollten das gewinnen, weil die Aufstellung sah nicht schlecht aus und die haben diesmal nicht Shen rausgenommen. Vorhin hat er ja den Shen rausgenommen. So, viel kommt es auch auf die Aufstellung an. Schlussendlich, ihr habt gesehen, vorhin hat er mich auseinandergenommen. Und jetzt überleben 4 Units, 2 mit Full Light, gegen den Typen. So, was machen wir jetzt? Wir könnten... Ja, wir können nicht hochspringen. Wir bräuchten 16 Gold, um hochzuspringen. Das hätten wir sogar. So, wir springen einmal hoch. Und bringen gleich, falls ich es irgendwie finden sollte, noch eine leeren Kreatur rein. Damit Kassa und K einfach noch ein bisschen mehr Schaden macht. Man hätte viel mehr auf Synergie gehen können bei der Strategie jetzt. Hättet ihr mehr Synergie oder eine bessere Synergie? Ich beispielsweise habe Revolverheld und Ninja, das war's. Hätte ich eine Noble, wie heißt das, Synergie oder noch eine andere Synergie, würde ich noch besser abschneiden. Ich bin jetzt schon Zweiter geworden.
ich kann nicht mehr schlechter als Zweiter werden. Das ist safe. Und deswegen sage ich, die Strategie funktioniert. Und die Strategie bringt euch Wins. So. Schade. So, stellt er um. Stellt nicht um. Okay. So, der bekommt jetzt diesen Funken hier. Der stellt nicht um. Er hat gerade verloren und stellt nicht um. Interessant. Ich will hier nur den Shen haben, damit, falls irgendwie ein Assassin hier hinten schon hinspringt, oder ja, hier, die drei nach hinten gehen, dass die Shen anstatt Trist fokussen. Okay, das ist jetzt nicht so gut, dass Trist raus ist. Aber ich denke, das kriegen wir kompensiert. Na, ah, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Das sieht verdammt schlecht aus. Ja, sieht verdammt schlecht aus. Okay. Wir sind Zweiter geworden, Leute. Ihr habt gesehen, Hyper Rolling funktioniert. Hyper Rolling bringt euch verdammt weit nach vorne. Hätten wir mehr Synergie gehabt und hätte ich ein bisschen mehr Ahnung von Items, hätten wir das gewonnen. Versucht Hyper Rolling aus. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Channel. Lasst diesen Channel wachsen. Ich werde wöchentlich 4 bis 5 TFT-Videos bringen. Daumen nach oben. Kommt auf Twitch. Lasst ein Follow da. Seid nächstes Mal im Livestream. Spielt gerne mit. Wir machen jetzt immer Community Games. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Boom!